da spielt sie. Mist, ich habe Faiths Funkgerät zu Hause vergessen. Nein, da können sie nicht lang. Der Laden direkt über die Straße steht in Flammen. Das ist zu gefährlich. Na komm, gib ihr die Fischstäbchen. Nein, Schatz. Wir brauchen sie. Faye sagte, ich soll mich da täglich melden. Und die besorgte Faye ist der total wütenden Faye sehr ähnlich. Aber ich mag Fischstäbchen nicht mal. Ein Kind, was keine Fischstäbchen mag. Ah ja. Und nü? Wie unlogisch. Ja, jetzt müssen wir dem zweiten Hinweis dann folgen. Ja, die Nebensachen können ganz schön in Rennerei ausarten. Ja, das Problem ist, wir entfernen uns jetzt ja wieder von dieser anderen Dings da. Du kannst auch erstmal dahin gehen, wenn du möchtest. Oh, hier ist auch irgendwas. ¿Qué sucede aquí? Gut, die Waffen sind okay. Tun wir es also. Und wenn sie Kinder haben, tu einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht, dann geht das auf sie. Sie sterben nur dann, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Jeder hat Familie und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Genau, sei ein Mann und lass es uns tun. Ja, sollen wir erst die andere schnell machen? Ich meine, die ist hier direkt in der Nähe. Und dann wäre Chelsea ja auch fertig, ne? Mhm. Und wenn das hier ein bisschen mehr Rennerei ist, sprich, wir müssen jetzt noch mehr Stationen abrennen, dann... Es sind, glaube ich, 4 Stationen oder sowas. Ja, und guten Morgen an den Zuschauer. Ja, guten Morgen. Darauf erstmal einen Kaffee. Du solltest den Weg vielleicht mal auf das Blaue wechseln. Ja, wir laufen auch falsch. Gibt bestimmt auch andere Wege durch die Stadt, aber ich halte mich meistens hier ran. Damit kommt man an. Ist nicht das Falscheste. Definitiv nicht. Schätze, hier war schon wer. Nachher rennt man zu einer Sackgasse. Jetzt war's blind. Oder in Gegner rein. Irgendwo schießt aber noch was. Aber nicht bei uns. Ja, aber das war weit hin. Wir haben's nicht mal auf dem Radar. Könnte die Gegnerbasis sein, die wir hier entdeckt. Können. Das sind auch noch Gegners, ne? Ja, unsere Gegnerbasis, die wir stürmen sollen. Scheiße, nein, willst du mich loswerden? Die sind überall. Mann, das ist so ein Rüstungsheini. Feindliches HQ neutralisiert. GTF-Leitstelle informiert. Ach, das war's schon. Okay. Ja, bloß diesen dicken da töten. Die sind jetzt noch alle richtig schnell gemacht. Später hast du mehrere gelbe oder so, dann wird das schon interessant. Ah, hier ist eine Kiste. So, dann nehmen wir mal wieder die Lau. Wo ist die denn? Unterhalb unserer Operationsbasis. Ach, ich sehe es. Alter, ist das weit weg. Und irgendwie habe ich hier noch einen Überlebensratgeber. Ah, egal. Wir machen erstmal
den Nebeneinsatz hier weiter. Finden wir mal Schwesterchen Lau. Das ist jetzt wieder eine halbe Weltreise. Einen halben Kilometer rennen, ja. Kann man sich nicht ein Motorrad besorgen oder so? Oder hier stehen so könnte viele. Könnte schwer werden hier mit dem Benzin oder so. Sieht nicht so aus, als ob hier häufiger Tankwagen vorbeikommt. Ich habe genug Material, um irgendwas herzustellen, ja. Gut. Lohnt sich wahrscheinlich eh erst später auch. Wieso alles? Muss man dann sehen, sollte man häufiger sterben, weil man zu schlecht ist, dann kann man sich auch mal was Stärkeres herstellen. Da vorne müssen irgendwie Feinde sein. Da gerade was rot angezeigt bekommen. Oh, ich sehe keine Feinde. Also wenn ich ganz ehrlich bin, hübsch finde ich New York jetzt nicht. Ich glaube, so sieht's auch nicht tatsächlich aus. Also geht davon aus. Wir sind auf derselben Seite. Ja, keine Ahnung. Also ich denke, sie werden schon New York nachempfunden haben, oder nicht? Ja, aber ich glaube, so verwüstet jetzt. Ja, gut. Aber ich meinte jetzt so von den Bauten her. Angeblich haben sie sich relativ nah dran gehalten. Natürlich fehlen diverse Gebäude und so, weil es ist ja nur nach einem bestimmten Genomaßstab nachgebaut. Aber ich habe auch keinen Vergleich, von daher. Nee, ich war auch noch nie da. Erfasse ein Echo in der Nähe. Ein Echo. Oh, da ist ein Echo. Ach, das ist schon wieder hier, dieses Ding. Yep. Sie ist da rein. Ja, jetzt müssen wir auch da rein. Wir haben es leider nicht so einfach wie die. Wir müssen um das Haus drumherum. Laufen. Wenn du dein Jetpack dabei hast. Ja, das wäre doch auch nützlich. Ich bin keine Gefahr für Sie. Das ist unser Gebiet. Rache ist süß. Jetzt ist es nicht mehr deren Gebiet. Ach du Scheiße. Oh oh, oh oh. Au, wieso krieg ich von hinten? Den Weg abschneiden. Hinten kam keiner. Hier oben liegt ja nur noch ein Telefon. Wo liegt ein Telefon? Ja. Ja, hier, Rick. Hallo? Esther? Gefällt dir das? Um 4 Uhr morgens aus dem Bett geklingelt zu werden? Sehr schräg. Warum müssen wir in der Kälte warten und du darfst als Erster ran? Ach, scheiße, ist das kalt. Haltet die Klappe und passt auf. Der eine von denen war Programmierer.
Faye, hier ist Heather. Gott sei Dank. Ich hab dir solche Sorgen gemacht. Wo bist du? Bist du in Sicherheit? Ich hab das Funkgerät im Apartment vergessen. Aber mir geht's gut. Ich musste bloß meine Gitarre auf dem Schädel von irgendeinem Typen zertrümmern. Sicher, dass es nicht nach oben geht? Was? Nein, ist egal. Hör mir zu, Heather. Ich schicke dir eine Eskorte, die dich in Sicherheit bringt. Bleib genau, wo du bist und beweg dich nicht von der Stelle. Oh. Meine Güte, Sie waren aber schnell. Kann ich jetzt raus hier? Und was Sie angeht, Agent, das bedeutet mir viel. Unglaublich viel. Ich schicke eine JTF-Patrouille vorbei. Ich schulde Ihnen einen Gefallen. Einen großen. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich melde mich. Lau Ende. So, kann man hier noch was plündern? Anscheinend nicht. So, hätten wir Chelsea jetzt eigentlich doch geschafft, oder nicht? Wir haben gerade eine neue Ladung Styropor. Kurz mal gucken, was man hier so bekommen hatte. Wir bestätigen den Erfolg von Phase 1. Wiederholen. Ich habe irgendeinen Bauplan bekommen. Ja, das kannst du hier dann sowieso noch nicht ausrüsten, musste dafür halt in der Basis an so eine Station. Ja, ich würde sagen, wir machen hier einfach weiter, oder? Wir erhalten Berichte über eine riesige Explosion in Hudson Yards. Könnte ein Unfall gewesen sein, aber auch die Cleaners. Wie auch immer, bevor die JTF die Stellung dort aufgab, waren die Yards ein wichtiger Knotenpunkt für Versorgungslieferungen. Wenn wir New York wieder auf die Beine stellen wollen, können wir keine weiteren Rückschläge in dem Gebiet tolerieren. Wir brauchen dort sofort jemanden, der die Situation für uns einschätzt. Das ist. Komm gleich. Ja, die Schweine haben mich nur auf der Treppe abgeschossen. Das war nicht sehr nett. Gracias. Ich muss kurz nachladen. Seh dich! Granate! Komm noch mehr von da hin. Befindet sich ein abspielbares Echo. Bist du zu dem Grün, das du angewählt hast? Ja, da wollte ich hin. Das ist irgendeine Explosion, die sie da geordnet haben. Geortet. Jo. Das ist eine richtige Story-Mission bei Sternchen. Ja, mal wieder laufen. Kannst du auf den Bus warten? Na. Dann wird das aber hier ein langweiliges Let's Play. Eine. Oh. Oh, shit. Ah,
Ja, ich tue einfach nur so und schieße in die Richtung. Die Granaten sind hier noch nicht so schlimm, falls du deshalb gerade Shit gesagt hattest. Ja, ja. Ich hab irgendwo Gegner hier. Sehe ich jedenfalls. Ja, schon, aber wer weiß, wo der ist. Soll er da glücklich bleiben? Das Lager doch nicht verlassen. Ich hab's nicht mehr ausgehalten, okay? Ich musste einfach mal raus. Da musste er einfach mal raus. Nach der Mission ist daneben gleich das Safe House. Da kann man dann gleich mal besuchen gehen. Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Okay. Fertig? Ja. Oh. Kommt gleich noch mehr von links. Oh ja. Ja, das Ding explodiert auch. Komm, noch mehr. Ach ja, schöne Sniper-Ziele, echt mal. Ja. Nur, hat die Sniper überhaupt kein Fernrohr? Mittlere Maustaste drin. Ah. Da sind größere dabei. Brenne ich auch noch? Du noch, oder? Ja, ja, noch lebe ich. Na, ja, der steht bescheuert. Ja, so ist das. Agent, ich muss Ihnen etwas sagen. Fay hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus. Und das passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden sie wenn gehen? Du's jetzt dahin, wo die größten Konzentrationen das heißt, sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, sie glauben doch nicht. Wir stehen immer mal Brandminen dagegen rum. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Wie kannst sicher, du immer wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen zu überleben? So, was jeden für... Tag, Doktor. Ja. Jeden Sie Tag. Sie labert noch hier. Viel Glück, Agent. Wenn du es piepen hörst, dann ist hier irgendwo eine Brandmine. Und die kannst du schießen.
schießen und dann geht's so. Halt! Au, 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 ja, ja. Fast reingelaufen. Oh, oh. Hier, der Kamanta. Warnung! Kontamination steigt! Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine, offensichtlich werden Sie versuchen, alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie die besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle, oh, Ende. Oh, 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 oh. Irgendwo höre ich sie aber piepen. Jetzt nicht mehr. Komischer Tank. Sehr schön. So muss es doch sein, oder nicht? Ah, da ist schon wieder was. Auf die Frage im Chat, wir spielen die Story durch. Also, wir nehmen alle Missionen mit, die wir so finden. Genau. Also sprich, auch nicht nur Story, sondern auch Nebenmissionen und so. Einfach mal alles abgrasen. Oh oh. Dankeschön. Das passiert, wenn man. Ich wollte es einfach mal zeigen. Ah. Der Vorführeffekt sozusagen. Ich höre auch. Oh. Ja, es tut zwar in dem Spiel auch effektive Wege geben zum Hochen. Leveln hatte ich mir aber noch nie angeschaut. Weil mein Grabber 30. Ja, außerdem, ich meine, wir haben jetzt noch nicht so viel gespielt und der ist jetzt schon 7. Wird 30, denke ich, nicht allzu lange dauern. Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTF-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten.